Ja, hallo Freunde, ich bin es, der Matze, hier heute mit meiner Bundesliga-Kolumne und es geht um das Revier-Derby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04, beziehungsweise Schalke hatte Heimrecht und am Ende 1:2 für den BVB. Und wir müssen ehrlich sein, dieses Ergebnis, es geht in Ordnung. Borussia Dortmund mit der, man würde wahrscheinlich sagen, reiferen Spielanlage und wahrscheinlich auch einfach im Moment mit der besseren Mannschaft. Bei Schalke muss man sagen, es ist eigentlich wirklich schade. Die Schalker in der letzten Saison sehr, sehr gut mit ihrem damals neuen Trainer Domenico Tedesco. Ja, ich glaube, halb Italiener, und Tedesco ist ja italienisch und heißt übersetzt auf Deutsch Deutsch. Also Tedesco Deutsch. Weiß nicht, ob ihr mir noch folgen könnt. Die Spieler wahrscheinlich nicht mehr so richtig. Aber es liegt, glaube ich, nicht am Trainer. Der macht für mich einen sehr guten Eindruck. Am Ende liegt es auch am Kader. Wir müssen ganz ehrlich sein, die Schalker vorne wahrscheinlich zu schwach besetzt. Burgstaller ein sicherlich guter Mann, aber eben dann für Europas Torjägerkanone reicht es am Ende dann nicht. Man hat Rudi geholt von Bayern München, auch ein guter Mann, aber in München konnte er sich nicht so wirklich durchsetzen. Dann haben wir Caligiuri, kennt man auch, hinten Fährmann, immer eine Bank, aber dann ist es auch schon wieder fast vorbei mit der Schalker Herrlichkeit, wenn wir mal von Bentaleb und Co. absehen. Und das ist wirklich insofern schade, weil die Schalke eigentlich alle Möglichkeiten haben. Es ist ein toller Verein mit tollen Fans, mit einer unglaublichen Tradition, ein riesiges Einzugsgebiet und eine Jugendarbeit, die seinesgleichen sucht. Wer ist nicht alles daraus hervorgegangen? Mesut Özil, Fußballspieler vom Beruf, Lieblingsgericht Melemel mit Schinken, Rührei und Tomate. Dann über Bremen, Madrid, jetzt in Arsenal. Sané, der spielt bei Pep Guardiola und der sagt, der ist Willi, ein super, super, super Mann. Könnte auch noch auf Schalke spielen. Also unter bestimmten Voraussetzungen natürlich nur. Und Manuel Neuer schon lange in Reihen der Bayern. Also die Schalker müssen auf jeden Fall zusehen, dass sie ihre Talente, die dann da rauskommen, irgendwie versuchen zu halten oder zumindest in der Winterpause mal nachkaufen für kleinen Preis von vielleicht, sagen wir mal, 30 Millionen Euro, das ist ja heute schon ein kleiner Preis. Bei den Bayern läuft es mittlerweile wieder besser. Ne? Stand jetzt, würde Niko Kovac sagen, es ist jetzt nicht Tiki-Taka à la Barcelona, aber es ist zumindest kroatisches Civacici. Und bei Werder Bremen, ja, da läuft es auch ganz ordentlich. Ne? Die haben sich auch schön so ein schönes Gerüst gebaut mit Max Kruse, mit Martin Hanek und mit Claudio Pizarro, der ungefähr so alt ist wie Kirk Douglas, nämlich gefühlte 102. Ja, da können die jungen Spieler sich dann rantasten an diese Bundesliga. Also da kann man sich vielleicht mal kleines Scheibchen hier und da von den Bremern abschneiden. Und Borussia Dortmund, die sind im Soll, die haben junge, hungrige Leute. Die Scouting-Abteilung hat wieder einen guten Job gemacht. Der Trainer scheint zur Mannschaft zu passen. Man ist Tabellenführer und die Bundesliga hofft, dass es möglichst noch lange so bleibt. Und wenn nicht Dortmund, dann ein anderer Club. Ich weiß, das habe ich jetzt schon öfter gesagt, aber ich glaube, da spreche ich im Sinne aller. Also, das war mal eine Analyse des heutigen Spieltags und noch ein kleines bisschen mehr. Wir sehen uns wieder in der nächsten Woche. Euer Matze, tschüss, macht's gut. Ja, und Liverpool ist Tabellenführer in der Premier League. Ja. Willkommen in Matze Knopien, das neue Comedy-Live-Programm von Matze Knop ist da. Tickets und Termine unter www.matzeknop.de.